Achtens, die Paradoxiestrukturen. Achtens, das Scheitern, der Eschek, das immer Unmögliche, das immer nie Gelingene, führt dann in der Gegenkompensation erst recht zum Möglichmachen, zum Gelingen machen wollen, zum Dennoch, zu den Liebes-, Verschmelzungs-, Verlötungsphantasmen des Aristophanes. Und ist es nicht so, dass aus jedem Scheitern nach dem Transformationsvorgang ein neues Gelingen erwächst? Oder wenn man auf die andere Seite dieser Zwanglianer gehört, eines Žižek zum Beispiel, der sagt, er braucht die Katastrophen, das große Misslingen, damit er daraus die Intensität seiner Produktivität ziehe, welche ein anderes Ewigkeitsphantasma im diachronisch-symbolischen darstellen. Neuntens, das ist es nicht, die Nichtkompatibilität des Begehrens, der Liebe, die Unersättlichkeit, das nie Passende, das nie Hinhauende, führt ebenfalls zur Inversionsstruktur des Gebens, des Sichgebens, des Habenwollens, des Anspruchs, die Bedürfnisbefriedigung, das Genießen aller Objekte, aller unerreichbaren Objekte klein a. Denn nur das Nicht-Genießen ist verboten. Und ansonsten muss immer mehr im Kapitalismus diese Beschleunigungsreihe der Alienierung durchlaufen. Denn die Gaben sind anzuliefern, die Passage à l'acte, die Handlungen sind zu vollziehen. Gerade eben, weil Liebe das ist, was man nicht hat. Jemand geben, der es nicht will. Zehntens. Kommt gleich noch.